Kennt das ja, ne? Scheiß Tankerei. Aber muss ja ab und zu sein. Und der Sprit ist im Moment mittlerweile, also zum Beispiel jetzt vor ein paar Tagen, ist die ganze Scheiße nochmal angestiegen. Und jetzt, wo es gerade mal ein Tag, da ist der Geier. Das ist jetzt einen halben Tag. Ob es jetzt überhaupt noch den Rest des Tages günstig bleibt, glaube ich, nicht annähernd, weißt du? Das glaube ich mich nicht annähernd. Da muss ich dann halt gucken. Ich weiß nämlich nicht, ob das annähernd so bleibt dort. Ich glaube nämlich nicht. Deswegen wollten wir gleich mal eben noch zur Tanke. Beziehungsweise, wenn jetzt auf dem Weg, musst du kurz anhalten. Richtiges abgeben. Dann halte ich meine Tanke an, dann haben wir ein kurzes Video oder 5 Minuten oder was. Ich muss euch hier das mit dieser Oma mit dem Fahrrad noch erzählen, dann mache ich gleich. Meine Fresse, ey. Mann. Aber Vorrat ist gekauft, ne? Wochenende, schön Saft gekauft, alles was man braucht. Die Idiot hat nur wieder keinen Aufschnitt gekauft. Ah, der Müll muss noch raus. Mal über das Fenster auf, das ist mal lustig, gucken, das ist interessant. Fahrradfahrer sind aber eigentlich noch am besten. Ja, also ein Fahrradfahrer neben dir hast oder so, ist immer noch am geilsten, wenn du da sitzt, machst dann so und dann fährst du los. Ist super. Man muss nur einmal den Blick gesehen haben, unbezahlbar. Ach, Scheiße, ja, ich muss noch raus, Müll rausbringen, aber man kann ja auch gleich durch den Keller mit noch eine kleine Limonade für später mitnehmen. Das Kleine. Der Billy hier vom Rewe. Ich gar nicht weiß, was die Flasche kostet. 39 Cent oder so. Ich weiß es gar nicht. Ehrlich gesagt weiß ich es gar nicht. Das ist mir auch egal. Wird schon hinkommen, denke ich mal. Ne? Ja, ein paar wichtige Papiere hier noch weg müssen. Und ja, eigentlich ist es egal, ob ich es heute oder morgen mache. Aber wenn du sowieso Glas wegbringst, Pfand dann direkt auch noch, mit direkt auch mal Ecke wegbringen und hier und da und tübel. Und so tüdelü, dann ist das schön, wenn es erledigt ist. Gestern hast du alles in eins und das ist gut, dann macht ja noch Beute aus. Mein Gott, nee. Glatz doch nicht so blöd. Wenn, weil ich mache das ja gerne, wenn, das ist genauso wie wenn ich größer einkaufe oder so, dann kaufe ich wirklich größer was ein, aber dann mache ich das auch so, dass ich auch gleichzeitig Glas wegbringen, Pfand wegbringen, direkt einen Einkauf, keine Ahnung, liegt dann mal eben 2-3 Stunden nicht da, aber das ist auch ja kuriose. Der Hund macht ja meist keinen Blödsinn. Allerdings hat er den Tick auch, seine Leckerchen zu verstecken, also zu bunkern für schlechte Zeit. Was aber eigentlich auch für Hunde so ein typisches Indiz ist. Also soweit ich das denke, weiß, wissen. Naja, wissen ist mal schwierig nachzuweisen. Soweit ich weiß, wenn Hunde anfangen etwas zu bunkern, ist es nicht so, dass sie denken, dass die kein Essen kriegen, sondern das ist eher so, dass Hunde anfangen zu bunkern, wenn sie sich unter anderem auch wohlfühlen. Ne? Also sowas halt, ne? Dass Hunde sich auch wohlfühlen. Wow, jetzt bin ich ein bisschen durcheinander gekommen. Das Hunde sich auch wohlfühlen. Und das ist eine Sache, die möchte ich ja auch. So, der Hund soll sich auch wohlfühlen, ja. Oh, muss ich so stehen bleiben? Der Fahrprüfer sagte, ja, wieso nicht? Die ist kaputt hier.
Pimmelgesicht. Ja, bin ich halt unterwegs. Ist das nicht schön? Diesmal in einer Kurzauflage. Aber. Verdammt. Gegenverkehr. Und jetzt die Straße so komplett dicht, dass dann irgendwo ein Platz wird. Ich wohne hier im Irrenhaus. Jetzt fahr. Das ist auch eine Villa hier, ey. Ehrlich. Das ist eine Hurenpisswichse. Normales Fahrrad, kämpfe mich hier so eine Steigung hoch. So ein kleiner Berg ist das. Kämpfe mich dann im zweiten Gang hoch mit meinen 100 Kilo. Und nebenan kommt dann so eine Oma mit ihrem beschossenen E-Bike, ne? Mit ihrem verhurten E-Bike, diese alte Trümmerfotze, ne? Ehrlich. Und dann fährt sie so, ne? So an mir vorbei, bleibt auf meiner Höhe. Trampelt ein bisschen langsamer. Ja, junger Mann, schaffen Sie es denn? Und dann trampelt sie weg, die dumme Sau an mir vorbei. Du. Also sowas regt mich auf, muss ich ganz ehrlich sagen. Ehrlich, mein Gott, solche Leute. Du. Nee, sowas reg ich mich auf. Sowas reg ich mich jedes Mal auf. Sinne, ne? Man sieht sich da. Die Fotzen.